Am Ende letzten Jahres habe ich Tomatenscheiben in Erde gelegt und daraus sind tatsächlich Tomaten geworden. Ja, ich wollte die natürlich über den Winter irgendwie erhalten und habe sie dann mit ins Haus genommen und bei einer Pflanzenlampe weitergezogen. Ist sogar so weit gediehen, dass es jetzt schon Blüten trägt. Wir haben einige Hochbeete und ich habe jedes Jahr das Problem, dass man mit der Bewässerung nicht nachkommt, beziehungsweise dass man dann auch mal wegfährt. Auf dem Balkon will ich gar nicht reden. Die Balkonkästen, die werden meistens trocken und alles, was wir dort angesät haben, ja, die werden nichts. Angeregt durch ein paar YouTube-Videos und durch Suche bei Amazon habe ich mir überlegt, ein Bewässerungssystem einzubauen. Ein Drip-System. Ich habe auch eins gekauft und möchte euch dann im Laufe des Frühjahrs zeigen, wie ich das installiere und wie es mir damit ergeht. Wir haben einen brauchbar großen Garten. Aber ich habe jedes Jahr das Problem, dass ich viele meiner Jungpflanzen an Schnecken verliere. Ich kann noch so viel lesen, noch so viel Schneckenkorn kaufen, das auch noch ziemlich teuer ist. Es wird einfach nichts. Ich bin in YouTube auf das Wort Hydroponik gestoßen, also den Anbau von Pflanzen ohne Erde. Und ich habe mir dazu, ich glaube, Dutzende von Videos angeschaut und für mich festgelegt, ja, das könnte etwas sein, zumal ich dann vielleicht das Schneckenproblem nicht mehr habe. Zudem düngt man ja die Erde und damit auch viel für Unkraut. Man kann den Dünger auch schlechter einschätzen. Bei Hydroponik setzt man Flüssigdünger ein, direkt in der flüssigen Lösung und hat damit eine bessere Kontrolle über das Wachstum. Ich habe mir aus all dem Videomaterial das Beste rausgesucht und selbst so ein eigenes System versucht zu entwickeln, das ich natürlich auch aufbauen werde. Und ihr könnt natürlich dabei sein. Ich werde euch da teilhaben lassen dran und dann auch, ihr seht ja, ob das Ganze etwas gebracht hat oder nicht. Ich plane momentan nicht, es im Haus aufzubauen, sondern vor allem auf dem Balkon und an Plätzen, wo sonst kein Erdreich ist, also auf der Terrasse zum Beispiel.